청정 산악국가로 알려진 스위스. 스위스 사람들에게 숲은 특별한 존재입니다. Also im Grunde genommen, weil die Natur uns Erholung bringt. Neben dem stressigen Familien- und Berufsalltag hilft es, in der frischen Luft und im Grünen zu sein. Wirklich die Luft, besondere Luft der Bäume einzuatmen und also so eine Symbiose gibt wirklich auch Energie und 취리히에서 1시간 정도 떨어진 소도시 장크트 갈렘. 이곳 숲은 한창 숲 가꾸기가 진행 중입니다. 숲 가꾸기는 숲을 더 건강하게 만들기 위한 작업인데요. 오늘은 나무를 솎아내는 작업이 진행됩니다. Eine Waldföhre oder eine Kiefer, die ist von der Qualität her nicht speziell schön. Sie hat viele Äste, das heißt, die wird nicht schöner, wenn sie älter wird. Das ist ein Grund, wieso man sie jetzt schon nehmen kann. Und eben, es gibt mehr Platz hier in diesem Gebiet, wo auch der Jungwald wachsen kann. Und nebendran hat es noch andere Bäume, die davon profitieren werden, wenn dieser Baum weg ist. 스위스는 1876년에 산림법을 제정해 지속적으로 숲을 가꿔오고 있습니다. 건강한 산림 경영을 위해서인데요. 오늘은 나무 줄기가 굵고 곱게 자라도록 우량한 나무 주변에 생장이 나쁜 나무를 잘라주는 속가베기를 진행합니다. 나무가 빼곡히 들어찬 숲은 햇빛과 바람과 물이 골고루 통하지 못해서 다양한 식물이 살기 어려워집니다. Genau, das ist der Baum, der gefällt wurde. Eine Fichte, eine Rothanne auch. Und was man sieht hier die Jahrringe. Ja. Ist es wichtig, dass wir durchforsten und dann wachsen eben die Bäume auch schneller. Wenn wir nichts machen, ist wie ein Mensch, der nicht genug Essen hat, der bleibt auch klein. Ein Baum, der zu wenig Licht hat, der bleibt auch eher klein oder wächst nicht so schnell, oder? Wenn wir jetzt diesen Baum weggenommen haben, wird man sehen, dass die anderen Bäume, die mehr Platz haben, die wachsen dann auch wieder schneller, oder? 산림 관리인은 나무가 건강하고 안정적으로 자랄 수 있도록 주기적으로 숲의 상태를 확인하고 수확할 목재를 결정합니다. 초록색으로 표시한 나무는 보호해야 할 나무로 주변의 나무를 속가베기하고요. 주황색으로 표시한 나무는 속가베기를 할 나무입니다. 좁은 땅에 나무가 우거져 있으면 성장을 위해 나무들끼리 서로 경쟁하는 상황이 발생하는데요. 제대로 자라지 못해 가늘거나 휘거나 넘어진 나무를 제거하고 가지치기를 해서 주변 나무들의 성장을 돕습니다. Also was man jetzt hier sieht, ist eine Durchforstung, die letzte Durchforstung war hier vor 5 Jahren. Und spannend ist jetzt eben hier zu sehen, dank dem Licht, das hier reingekommen ist, konnte sich unten auf dem Boden eigentlich eine natürliche Verjüngung etablieren. 속가베기로 공간을 만들어주면 다양한 연령대의 나무들이 자연스럽게 공존하게 됩니다. Für mich gesunder Wald ist unterschiedlich natürlich. Ist nicht überall gleich, aber grundsätzlich empfinde ich Wälder, wo ich alte Bäume und junge Bäume, mittelalte Bäume, wo ich die verschiedenen Stufen im Wald habe, das empfinde ich als zielführend. Das ist das, was ich eigentlich schlussendlich möchte. Das ist das, was mir am meisten Sicherheit gibt, eigentlich auch für die Zukunft.
숲에서 수확한 나무들은 주로 목조 건물을 짓는 데 이용됩니다. 이 지역의 전체 숲에서 연간 15,000 그루에서 2만 그루 정도의 나무를 수확하고요. 수확한 목재를 가공해서 건물을 짓고 있습니다. Und der Holzbau hat sich in den letzten 20, 30 Jahren extrem weiterentwickelt, und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, dass man ihn einfach vorfertigen kann, also man kann die Gebäude im Werk vorfabrizieren und auf die Baustelle bringen. Er speichert auch CO2, er verlängert die Speicherdauer des CO2s und ist natürlich der ökologischste Baustoff, wo man auch Beton und Stahl gut ersetzen kann. 목조 건축 보급에 앞장서고 있는 이 회사는 조립용 목재를 만들어 건축 현장에서 조립하는 방식으로 목조 건물을 짓고 있습니다. 제재소부터 시작해 지금껏 약 150년 동안 목재 가공품을 만들어 목조 건축을 발전시켜 왔다고 합니다. 목조 건축은 지난 2, 30년 동안 많은 성장을 해왔습니다. 공장에서 가공한 완성품을 건설 현장에서 조립할 수 있도록 발전해 왔는데요. 기후 위기 시대에 이산화탄소 배출을 줄일 수 있다는 점에서 주목받고 있습니다. Und das heißt, dass für jeden Baum, der gefällt wird, muss wieder einer nachwachsen. Und man nimmt weniger Holz aus dem Wald, als das jedes Jahr nachwächst. Also in der Schweiz wachsen 10 Millionen Kubik Holz nach und es werden nur 5 genutzt. Eigentlich haben wir das umgekehrte Problem, dass unsere Wälder viel zu alt sind. Wir müssen diese zur Fitness trimmen und eben nutzen.